Am späten Abend verlassen wir den Hafen von Santa Cruz mit Ziel San Sebastian auf Gomera. San Sebastian befindet sich auf der Südostseite von La Gomera in einer Bucht, die zur Seeseite durch eine Mole abgegrenzt ist. San Sebastian ist von Santa Cruz nicht weit entfernt und so haben wir auch unseren Liegeplatz bereits bei Sonnenaufgang erreicht. Es geht eng zu in San Sebastian, sodass auch der Hang bis zum Plateau bebaut ist. Hier läuft gerade die Trimaran-Schnellfähre Benchichingua Express der Fred Olsen Reederei ein. Das Schiff wurde in Westaustralien in Aluminium gebaut und 2005 in Dienst gestellt. Der Antrieb erfolgt über vier 20-Zylinder-Dieselmotoren, die im mittleren Rumpf hintereinander angeordnet sind. Die Gesamtleistung von 12.370 PS treiben über zwei steuerbare und eine fest installierte Wasserstrahlturbine das Schiff an. Auf zwei Decks kann das Schiff 1.291 Passagiere und 341 Pkw oder Lkw auf 450 Meter Bahnlänge aufnehmen. Das Schiff ist das zweitgrößte aus einer Flotte von 6 Schiffen der Fred Olsen Reederei, die den Fährverkehr in den Kanaren bedienen. Auf geht's nach dem Frühstück zu einem Rundgang durch San Sebastian. Am Hafenkontor ein großes Plakat. Das ist La Gomera. Die lange Mole mit einem hohen Wellenbrecher endet an einem großen Kreisel. Die Spanier gelten als Erfinder des Kreisverkehrs. Beginnt an zwei kleinen Felsen, die man auch besteigen kann. Hier passierte die Olympische Flamme zu den 19. Olympischen Spielen auf dem Weg nach Mexiko 1968 diesen Felsen. Ein Schild erinnert daran. Von hier aus gut zu sehen, der Teide auf Teneriffa ist mit 3718 Metern der höchste Berg Spaniens. Der Felsen kann mühelos auf einer Treppe erobert werden. Mit dem Blick zur Landseite, hier befindet sich rechts noch ein kleiner schwarzer Badestrand. Und nun zu einem kleinen Rundgang zur Kirche und zum Festungsturm Torre del Conde.
Die Stadt ist recht überschaubar. Im Jahre 1618 eroberten 4000 Piraten auf 63 Schiffen die Stadt. Die 600 Einwohner überließen den Ort den Piraten und flohen ins Gebirge. Es wurde geplündert und gebrandschatzt. So steht es auf diesem Plakat. Durch schmale Gassen gelangt man auf den Kirchplatz mit der Kirche Nuestra Señora de la Asunción. Die ursprüngliche Kapelle wurde im 15. Jahrhundert abgerissen und durch eine dreischiffige Kirche ersetzt. Der spätgotische Hochaltar mit einer Christusfigur eines kanarischen Künstlers wurde Ende des 17. Jahrhunderts geschaffen. Verlassen wir nun die Kirche und flanieren zum nahen Stadtstrand mit schwarzem Lavasand, direkt gegenüber der Mole. Unweit vom Stadtstrand läuft gerade ein Fußballspiel. Hier steht auch der 600 Jahre 15 Meter hohe Wehrturm El Conde. 1960 originalgetreu restauriert, steht er seit 1990 als Kulturgut von besonderem Wert unter Denkmalschutz. Vor dem Turm ein Brunnen mit Göpelantrieb und Schöpfeimerkette. La Gomera ist kein Ziel für Massentourismus. Es gibt keinen Flughafen oder attraktive Strände. Der Nationalpark mit seinen 1487 Meter hohen Garaconay ist jedoch ein interessantes Wandergebiet. So, das war's. Mit Blick auf den 36 Kilometer entfernten Teide verabschieden wir uns von der Insel. Es geht zurück nach Gran Canaria zum Rückflug nach Frankfurt. Will be